In diesem Video gebe ich dir wichtige Infos zum perfekten Aufschwung beim Golf. Als erstes sprechen wir über die richtige Art und Weise, die Wirbelsäule zu drehen im Aufschwung. Dann folgt ein sehr interessantes Kapitel über die Illusion der Schulterdrehung. An dritter Stelle sprechen wir dann über die gestreckten Arme im Aufschwung. Und zu guter Letzt ein Kapitel, das es, glaube ich, auf YouTube im deutschsprachigen Raum überhaupt noch gar nicht gegeben hat. Wir sprechen über die Schulterblätter im Aufschwung. Dieses Video ist mehr oder weniger eine Fortsetzung zu diesem Video hier oben, das du eingeblendet siehst. Und vielleicht magst du das auch einmal später ansehen, falls du es noch nicht getan hast. So, starten wir mit der Wirbelsäule und besprechen wir, wie man genau sich aufzudrehen hat, sodass die Wirbelsäule quasi im Zentrum des Körpers bleibt. Es schaut ja so super einfach aus, wenn man einem Profi zusieht. Der stellt sich hin, schwingt auf, das schaut dann irgendwie so aus und man denkt, aha, der dreht sich nur um die eigene Achse. Das ist allerdings nur eine Illusion und zwar, da passieren einige Sachen gleichzeitig. Es hat schon Videos von mir gegeben, wo ich über das Thema spreche, aber ich möchte heute noch ein bisschen tiefer reingehen, dass du wirklich verstehst, um was es hier geht. Und zwar, du musst Folgendes verstehen. Jeder gute Golfer hat im Oberkörper eine Neigung nach vorne. Das nennt man eine Vorwärtsneigung des Oberkörpers. Und was sie noch weiters haben ist, sie haben eine leichte Seitneigung nach rechts, nennt man das. Und das bekommen sie deswegen, weil die rechte Hand tiefer ist als die linke. Und nicht, weil sie versuchen, das extra zu machen. Also eine Seitneigung rechts bedeutet das hier, eine Seitneigung nach links bedeutet das hier, dass wir vom selben sprechen. Nun ist es so, bei jedem guten Aufschwung, und das hat übrigens nichts mit Stack and Tilt zu tun, weil ich in den Kommentaren oft gefragt werde. In jedem guten Aufschwung von einem Profigolfer passiert Folgendes. Und zwar, er wird den nach vorne geneigten Oberkörper wieder ausgeradigen. Er wird jetzt wieder ganz gerade stehen. Er wird sich quasi strecken oder aufstehen oder man macht eine Extension, wenn man es so nennen will. Kein guter Golfer auf dieser Welt bleibt in dieser nach vorne geneigten Position. Das heißt, würde ich mir zum Beispiel jetzt das Leiberl hier nehmen und einen Faden hier annähen und mit der Hose verbinden, kannst du dir das vorstellen, dass hier ein Faden ist, dann würde der Faden reißen während des Aufschwungs bei einem guten Spieler. Viele Hobbygolfer machen das genau umgekehrt. Dieser Faden würde nicht reißen, sie drehen sich so, dass der Oberkörper so bleibt. Und dann schaut eben der Aufschwung so aus. Das Problem ist an der Sache ist, der Oberkörper kommt viel zu weit in die rechte Seite. Vor allem der ganze Oberkörper geht zu weit rechts. Und das ist nicht optimal. Das macht kein guter Golfer. Man sieht im Fernsehen, wie gesagt, dass alle guten Golfer den Kopf mehr oder weniger in der Mitte lassen. Ein bisschen geht er nach rechts, ja, aber er geht nicht stark nach rechts. Und auch der Oberkörper geht bei den Besten der Welt in der Regel nicht weit nach rechts. So, nachdem du das weißt, dass sie eigentlich aufstehen, ist die Frage, warum schaut es dann so aus, als ob sie das nicht tun? Das ist deswegen, weil für jedes Grad, was sie quasi aufstehen, tun die besten Golfer der Welt zeitgleich eine laterale Bewegung nach links machen. Das heißt, sie für jedes Grad, was sie aufwärts gehen, gehen sie nach links. Und wenn man das dann eben verbindet, dann schaut die Bewegung so aus. So, du siehst, dass mein Oberkörper oder Kopf in der Mitte geblieben ist. Ich stelle mich jetzt nur mit den Füßen anders hin, damit du das besser sehen kannst. Siehst du, ich bin jetzt immer noch aufrecht mit dem Oberkörper. Ich bin nicht nach vorne geneigt. Würde ich nach vorne geneigt bleiben, würde das so ausschauen. Also das ist falsch und das ist richtig. Ja? Das heißt für dich als Hobbygolfer reicht es im Prinzip, dass du dir vorstellst, der Kopf bleibt exakt in der Mitte. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil eben mit der Seitneigung. Und für jedes Grad, habe ich gesagt, für was wir uns aufrichten, muss ich gleichzeitig mich nach links neigen. Das schaut dann so aus, ich mache das von der Warte her. Ich schwinge auf,
und bin jetzt hier. Siehst du, wie die linke Schulter tief ist? So, ich stelle mich wieder hin. Jetzt siehst du, dass ich diese Neigung habe. Ich habe nur den Unterkörper verändert. Ich stelle mich wieder so hin. Das ist eine Linksseitneigung. Und wie gesagt, diese zwei Elemente strecken und in derselben Rate seitneigen, das machen alle guten Golfer dieser Welt. Und zwar, wenn sie 40 Grad nach vorne geneigt waren, werden sie in der Regel auf Null gehen, dass sie sich komplett strecken und das mit 40 Grad Seitneigung austauschen. Das heißt, es ist nur eine Illusion, dass man glaubt, man bleibt unten, die Wirbelsäule, man dreht sich um die Wirbelsäule. Eigentlich passiert da ganz schön viel und es kann sein, eben natürlich auch, dass ein paar Golfer das hier zu viel machen, das wäre dann dieser Reverse Spine oder ein Reverse Pivot. Und wenn man das natürlich hat, dieses Gefühl hat oder das macht, braucht man ein Gefühl, dass man etwas mehr nach vorne flext. Und wenn man eher jemand ist, der eben von Haus aus zu sehr so ist, wie es die meisten Golfer sind aus meiner Erfahrung, dann brauchen sie eben ein Gefühl, als ob sie den Oberkörper ein bisschen Richtung Ziel bewegen. Und da gibt es zum Beispiel Methoden wie Stack and Tilt, die das zum Beispiel sehr stark kommunizieren und dann in Verruf geraten sind, dass das eine schädliche Methode ist für die Wirbelsäule. Und das stimmt gar nicht. Sie machen eigentlich nur das, was ein Oberkörper bei den besten Golfern der Welt macht. Das heißt, stell dich ruhig einmal hin, schau, dass der Kopf hier bleibt, leg ruhig meinen Schläger so hier über die Brust rüber, so wie ich, und dann versuche einmal, den Kopf hier zu lassen und die linke Schulter so zu bewegen, dass sie ja doch relativ steil hinunter zeigt. Ich zeige das mal von hier vor. Und dann hast du dich optimal aufgedreht, zumindest mal im Oberkörper. So, sprechen wir über die Illusion der Schulterdrehung. Und zwar glaubt man ja, dass man, wenn man hier ist, dass man die Schultern so wegdrehen soll vom Ball, das heißt ja immer, schön wegdrehen, aber du siehst ja bereits, wie bei Punkt 1 erwähnt, dass es nicht sein soll, dass mein Oberkörper dabei nach rechts geht. Viel besser wäre es, wenn die Bewegung so aussieht. Das heißt, ich sage deswegen Illusion, weil man eben glaubt, man muss einfach die linke Schulter nach vorne bewegen, also so in die Richtung. Dabei ist es eher so, dass die rechte Schulter sich nach hinten bewegt und das schaut dann eben so aus. Siehst du? Und wenn ich das richtig mache und ich habe jetzt einen Spiegel direkt von mir, dann kannst du sehen, dass ich jetzt eigentlich, ich hoffe, man sieht das jetzt hier, dass du jetzt hier die rechte Schulter hier auf der anderen Seite des Kopfes sehen kannst. Ja? Wir kommen dann später dazu, warum das dann wirklich passiert. Aber ich möchte, dass du prinzipiell die Idee hast, dass die rechte Schulter zurückgeht und nicht die linke Schulter vor, weil sonst schaut das eben so aus. Es geht gleich weiter. Übrigens, falls du Videos wie diese häufiger sehen möchtest, dann würde ich dich bitten, dass du meinen Kanal abonnierst und unten die Notifikationsglocke anklickst, ganz wichtig, damit du eben in Zukunft keine weiteren Videos mehr von mir versäumst. Wenn dir dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, auch wenn du es mit einem Daumen hoch bewertest, weil wenn ich sehe, dass viele Daumen hoch sind, dann weiß ich auch, dass diese Videos gerne gesehen werden und ich mache dann natürlich mehr von dieser Art. So, jetzt sprechen wir mal über die Arme, über die gestreckten Arme im Golfschwung und wie wichtig das ist. Ich möchte es nur ganz kurz halten, aber eins möchte ich klarstellen. Der linke Arm ist im Setup nicht gestreckt. Und zwar ist es trotzdem eine leichte Beugung da. Auch wenn es so aussieht, trotzdem haben die Besten der Welt eine kleine Beugung im linken Arm im Setup. Und auch wenn sie hier aufschwingen, ist der linke Arm nicht komplett gestreckt. Und auch im höchsten Punkt, hier, haben die meisten Tourspieler einen Arm, der ca. 25 bis 30 Grad gebeugt ist. Also gebeugt ist, ja. Man hat nur den Eindruck, dass der linke Arm so gerade ist, weil man ja von dieser Perspektive, wo jetzt gerade die Kamera steht, filmt. Und man darf jetzt nicht vergessen, dass die Profis ja auch eine etwas Unterarmrotation haben. Das heißt, die schwingen nicht gerade auf so, sondern sie haben den Schläger so leicht schräg. Und wenn ich jetzt leicht schräg bin
und den Arm beuge, ich beuge jetzt ganz stark, siehst du, da kann man hier wirklich sehen, dass, dass man das nicht wirklich gut sieht, dass der Arm beugt. Habe ich den Schläger hier so aufrecht, wie hier, dann siehst du sehr wohl, wie viel ich beuge. Also, lass dich nicht beirren, die Profis haben den Arm nicht so stark gestreckt, weil wenn sie das tun würden, dann würden sie nämlich den Arm komplett überstrecken und was passiert dann? Dann bekommt man im linken Handgelenk ja, so eine dorsale Stellung und das macht die Schlagfläche auf, wie du vielleicht in anderen Videos von mir weißt und führt zu anderen Problemen. Das heißt, du brauchst nicht krampfhaft versuchen, den linken Arm gestreckt zu haben. Was für eine Beruhigung, nicht wahr? Der rechte Arm ist auch nicht gestreckt, klarerweise. Der ist im Setup auch gebeugt, sogar ein bisschen mehr gebeugt in der Regel. Und der wird sich auch hier etwas falten. Erstens mal wird der Ellbogen hier vom Körper etwas weggehen bei einem guten Golfschwung und zweitens faltet er sich auch hier. Die meisten Hobbygolfer haben nicht das Problem, dass der Ellbogen hier faltet, also sich beugt, sondern sie haben das Problem, dass sie ihn überbeugen. Tourprofis haben meistens so hier 75 Grad hier bis maximal, ja ich sag mal 90. Hobbygolfer sind schnell mal bei 120, 130 Grad hier angelangt und das ist dann viel zu viel und sie können sich davon nicht mehr erholen. Das heißt, ich würde dir empfehlen, dass du zwei Sachen checkst in deinem Schwung. Erstens einmal, versuchst du mit aller Kraft den linken Arm gestreckt zu halten, dann bitte mach das nicht mehr, dann wirst du sofort sehen, dass dein linker Handrücken auch gerade wird und nicht mehr so stark dorsal geknickt ist. Und das zweite ist, achte darauf, dass du bitte den rechten Arm nicht überwinkelst. Du musst nicht bis da oben aufschwingen. Es ist zwar möglich, aber wahnsinnig schwierig, mit einem stark angezogenen Ellbogen rechts den Ball gut zu treffen. Also lass es lieber. So, und jetzt habe ich ein kleines Quiz für dich. So, ich stelle mich hier ins Setup. Du siehst, meine Schulterlinie ist perfekt gerade. Bin ich so oder nicht so? So, und jetzt mache ich Folgendes. Wie viel habe ich jetzt meinen Oberkörper gedreht? Was glaubst du? Die Antwort ist 0 Grad. Mein Oberkörper, also mein Torso, mein Brustkorb, hat sich 0 nach rechts gedreht, sondern ich habe, das passt jetzt fast zu dem zweiten Kapitel, was ich heute hier aufgeschlagen habe, mit der Körperdrehung. Und zwar, es geht hier um die Schulterblätter. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mein linkes Schulterblatt nach vorne gezogen und mein rechtes nach hinten. Und das ergibt jetzt eine Illusion, als ob ich die Schultern her geschlossen habe, also nach rechts geneigt habe. Ich habe nichts mit Brustkorb gemacht, es sind nur die Schulterblätter. Und genau das ist es, was man auch in einem Aufschwung macht. Das heißt, wenn du einen guten Aufschwung machst, hierher, dann ist das linke Schulterblatt etwas nach vorne in diese Richtung gezogen. Aber das rechte Schulterblatt, das ist nach hinten gezogen. Das heißt, das lasse ich nicht rauskommen, sondern das geht nach hinten. Und das ist eben der Grund, wie heute bei Punkt 2, was ich vorhin erklärt habe, warum man die rechte Schulter ja, auf die andere Seite des Kopfes bringt. Weil würde ich nämlich das Schulterblatt rauskommen lassen in diese Richtung, dann stecke ich hier fest und kann nicht gut drehen und kann vor allem diese Drehung hier nicht beenden. Habe ich das Schulterblatt aber herunten, herinnen, dann kann ich eben diese Drehung verbessern. Das Hauptproblem, wenn vor allem das rechte Schulterblatt nicht zurückgezogen ist, ist, dass man keine ordentliche externe Rotation der Schulter durchführen kann. Ich zeige kurz, was das ist. Das ist die Neutralstellung, das ist eine Einwärtsdrehung, interne Rotation der Schulter und das ist eine externe Rotation der Schulter. Und man kann hier im Abschwung eine leichte externe Rotation machen, um den Ball besser zu treffen. Die meisten Hobbygolfer machen eher eine interne Rotation und das ergibt dann Slice, Tops, Sockets und so weiter. Hat man jedoch das Schulterblatt herinnen, dann ist durch die anatomische Stellung des Schulterapparates der Arm begünstigt, dass er leichter extern rotieren kann. Hat man das Schulterblatt hier oben und draußen, dann siehst du, kann ich gar nicht zurückgehen. Das heißt, ich bin schon zweiter Sieger nur durch meine Schulterblattstellung.
Bitte achte darauf, wenn du deine Übungen machst, dass du das Schulterblatt, speziell rechts, in einer guten, stabilen Position hast, sprich zur Körpermitte gezogen hast. Eine tolle Übung für das ist von, ich glaube, ich habe es von Scott Cox mal gehört, ist diese Übung hier. Man nimmt einen Schläger, kann dann den untergreifen, hier so. Und jetzt möchte ich, dass du eigentlich nur ein paar Aufschwünge trainierst und dass du den Schläger eben so hältst. Und es ist sehr schwierig, jetzt die Schulter rauskommen zu lassen. Das heißt, man muss eigentlich das Schulterblatt speziell rechts fixieren. Du brauchst auch nicht so weit ausholen, es geht nur um das Gefühl hier. Und dann kannst du den Schläger nehmen und kannst daher gehen und dann kriegst du ein super Gefühl, wo dein Schulterblatt sein soll. Viel Erfolg! So, nachdem du jetzt den Aufschwung ja hoffentlich toll beherrschst, stellt sich ja noch eine Frage bei dir, nehme ich an, und zwar, wie geht der Abschwung? Und da kann ich dir abhelfen, ich habe nämlich bereits ein Video gedreht, das ist hier oben, das sollte dir einige Fragen beantworten. Und falls du ein anderes Video anschauen willst, hier unten ist auch noch ein aktuelles Video von mir und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!